Okay, jetzt ist es also soweit. Da vorne sind die Five Finger Rapids irgendwo. Und die Five Finger Rapids sind so ungefähr das, weswegen ich mir seit Wochen und Monaten in die Hose mache, weil das die schlimmsten Stromschnellen hier auf dem River sind, die aber nicht so schlimm sind eigentlich. Aber ja, wie ich nun mal bin, in meinem Geist gehe ich das Ganze durch und durch und durch und die werden immer größer. Wahrscheinlich, also in meinem Geist erwarten mich da 8 Meter hohe Wellen und ich bin hier in meiner Nussschale und werde halt, kentern. Aber das werde ich natürlich nicht, weil der Fluss ist relativ niedrig und so werden auch die Stromschnellen nicht sonderlich groß sein. Ich weiß, dass ich mich rechts halten muss, ich weiß, dass ich gerade durchgehen muss. Also ich keine Zeit für Spielereien und einfach aufmerksam sein, auf die Knie gehen, den Schwerpunkt tief machen und dann wird ein bisschen Wasser ins Boot spritzen, aber das ist es dann auch. Mehr wird nicht passieren, außer in meinem Hirn. Ja, man sieht, es ist schon ein bisschen choppy water, es ist schon ein bisschen unruhiger, das Wasser, ein paar Whitecaps. Und ich werde jetzt gucken, dass ich mich rechts halte. Was ich auf alle Fälle machen werde, es gibt vorher noch eine Möglichkeit auszusteigen. Da ist ein Kehrwasser, ein Eddy vorher und man kann ein bisschen die Sandbank hochklettern und man kann sie sich von oben anschauen, sodass man ungefähr weiß, was auf einen zukommt. Und das möchte ich auf jeden Fall machen, weil ich möchte wissen, wie viel Wasser drin ist, wie hoch die Wellen sind und ob da irgendwelche Steine im Weg sind, die ich unbedingt umgehen muss und solche Geschichten. Ja, ich mache das Ganze jetzt nicht in Englisch, von daher ihr müsst Deutsch lernen oder umgekehrt. Also, sollten wir uns nicht mehr sehen, war schön mit euch, aber ich befürchte, wir werden uns sehen. Macht's gut, ciao.